Haben jetzt Zeit gewusst, mit ihm Zwergel genommen, Hobbits und Edelum zu einem neuen Part Super Mario Party mit dem Zwergenfürst. Ihr seht's ganz richtig, heute mal in der Charakterzusammenstellung eine klassische Variante. Ich spiele Mario. Luigi ist wieder da als Herausforderer. Yoshinski und die Peach. Heute ziemlich klassisch. Ja, sehr alte Charaktere. Die, wenn ich mich nicht komplett irre, auch schon ein sondern Mario Party DS schon dabei waren. Also die ganz alten Kumpanen hier. Ja, muss auch mal sein. Heute ist halt Super Marios Party, wie es ausschaut. Wir starten in Mario Party Kamex Vertragter Turm. Auf geht's. 10 Runden dürften reichen. Alles klar. Oh, können wir da die Minispiele noch ändern? Oben, Minispiele, Einzelkampf. Schauen wir nicht. Das ist der Modus Einzelkampf. Alles klar. So, 10 Runden. Auf geht's. Bevor wir uns noch mehr im Kopf und Kragen reden. Boah, wie geil ist alles vor Gold. Ja, ein Kettenhund. Und da ist Kamek. Zumindest eine Statue von Kamek. Kameks vertrappter Turm. Ich erblinde hier fast vor Gold. Alles klar. Da seid ihr ja, Abenteuer. Das letzte Spielbrett steht an. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Ja, bin ich auf diesem Spielbrett tatsächlich. Komplett von Kamek entworfen. Macht ordentlich was her, nicht wahr? Das ist mir zu viel Gold. Lebt eine große Kamek-Statue. Betrachtet stets die Worte der Statue. Sie sagt dir, wie viele Münzen du benötigst, um einen Stern zu erhalten. Boah, das ist fies. Da sehe ich gerade 15 Münzen, 10 Münzen, 5 Münzen oder 15 Münzen. Obwohl, ja, das ist noch einigermaßen fair. Obwohl, ja, 15 Münzen ist schon ein bisschen... Ja, mal schauen. Das sieht spannend aus. Wie viel kostet denn wohl ein Stern? Was denkst du? Das ändert sich ständig. Also jetzt habe ich Kamek mit derselben Stimme gesprochen. Es gibt doch einen Steinblock. Ich kann sagen. Ich kann es nach wie vor nicht so schnell lesen. Nur Münzen. Wir werden es ja sehen, was es bedeutet, wenn wir das Spiel spielen. Es gibt ganz schön viel zu beachten. Was achte auf diesem Weg auf Hindernisse. Wie sieht es mit den Regeln aus? Nein, die haben wir schon gehört, müssen wir nicht nochmal hören. Gut, dann benötigen wir die Reihenfolge der Spieler. Bitte würfeln. Ja, bitte mal gut würfeln. Gut würfeln, habe ich gesagt. Naja, zumindest nicht auf dem letzten Platz. Das ist ja fast schon Tradition hier, dass wir nicht als Erster in der Pole Position starten. Als Dritter starten wir. Wäre ja zu schön. Als Startkapital bekommt jeder 5 Münzen geschenkt. Ja. Gut. Zeit, einen Stern zu platzieren. Na, seid ihr schon ganz gespannt, wo er landen wird? Toadette platziert ihn für uns direkt oben bei Kamek. Wo denn sonst? Ich glaube, der wird sich auch nie umplatzieren auf diesem Feld. Sieht zumindest so aus, weil da vorne ist das Roulette und da... Hier! Ach, Sterne sind doch was Wunderbares. Wie sie so glitzern und glänzen. Na, interessiert. Hier, herüberkommen. Kann auch jeder jetzt zu Beginn schon 2 Sterne auf einmal einheimsen. Also fleißig Münzen sammeln und jede Menge Sterne zu erhalten. Wow, 2 Sterne auf einmal.
Das wird spannend. Wer sich wohl die meisten Sterne sichern wird. Ui, das wird spannend. Dann mal los. Let's go. Das wird wohl viele Sterne geben in dieser klassischen Mario Party. Nicht ganz klassisch, aber ja. Ein neues Brett, aber die klassischen Spieler. Und der Luigi, der würfelt auf einmal eine richtig starke Zahl. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was hat er denn da für ein Item? Münzklaufhalle. Okay. Das geht ja schon spitze los. Da rennen so schnell davon. Halt, Joschinski. Joschinski würfelt und ein 6. Boah, die sind alle so gut gerade hier. Sind alle auf normal gestellt. Also, Ja, man muss vielleicht auch mal gut würfeln. Ja, wir kennen ja, wie das aussieht mit gut würfeln bei mir. Aber ja, vielleicht läuft es auch mal besser in diesem Spiel, in diesem letzten Spielbrett. Das ist das letzte Spielbrett in Super Mario Party. Aber keine Angst, es wird noch weitere Parts geben. Es gibt noch andere Modis, die ausprobiert werden. Und ja, vielleicht eine 5. Ja, das geht doch. Nicht schlecht gewürfelt. Vielleicht machen wir ja die Spielbretter nochmal, weil ich habe bei einigen noch nicht den goldenen Rang gehabt, noch bei einigen es noch nicht geschafft, Erster zu werden. Deshalb werden wir es vielleicht nochmal spielen, um halt nochmal Erster zu werden. Mit dem Ziel, Erster zu werden. Könnte es sein, dass wir neue Spielbretter nochmal austesten, alte Spielbretter nochmal austesten. Glaube ich, nehme ich noch Münzen. Na, ich nehme das hier. Ein Pilz. Turbo-Pilz. Da habe ich ein bisschen Geld ausgegeben, aber ja. Mario und ein Pilz, das muss sein. Jetzt habe ich gleich 6 dazu gekriegt. Peach würfelt mit ihrem eigenen Würfel. Ja. Würfel direkt eine 0, bleibt gleich stehen. Und das erste Minispiel. Ja. 4 Spieler Minispiel. Okay. Was gibt's heute? Herz am rechten Fleck. Oh, das kennen wir tatsächlich noch nicht. Aufgabe in Richtung Herz blicken. Lass dich nicht durch die Farbgebung beirren. Ach so, das Herz immer. Wo das Herz auftaucht. Nach links gucken. So, jetzt nach rechts gucken. Verstehe. So schwer ist das ja gar nicht. Na dann. Das ist Speedy leicht. Kriegen wir doch hin. Ah. Die Schildkröten laufen an der Seite. So, Konzentration. Auf das Spiel. Danach. Links. Unten. Yoshi, wo guckst du denn hin? Das sind keine Herzen. Zack. Da unten in grün. Da, links. Oh, jetzt wird es langsam ein bisschen verwirrend. Yoshi ist wohl komplett durch den Wind. Der kriegt es gar nicht hin. Das ist hier der schlechteste. Ach verdammt, jetzt habe ich es auch versaut. Ja, aber ich war der Beste. Yoshi ist Vierter, der hat es komplett vergeigt. Och Mann, Yoshi. Er endet mit seinen Hanteln, das fand ich süß. Die Hintergründe sind auch mal lustig. Mario ist der Erste. Mario Number One. So sieht's aus. Ja, Runde 2. Und Luigi würfelt, er beginnt. Ja. Unter dem, nein, nicht den letzten Part, der ist zu diesem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, noch nicht online. Ich bin da ein bisschen weiter vom Produzieren. Unter Part 6 müsste es sein, habe ich einen Kommentar bekommen, ich soll doch mal mehr mit meinen Würfeln spielen, also mit dem Mario-Würfel in diesem Fall. Ja, wenn der mir nicht bisher, oh, zufällig, wenn mir bisher so viel Pech gebracht hätte, dann würde ich es sogar gerne mal machen, aber vielleicht versuchen wir es ja dieses Mal. Vielleicht macht Marios Würfel ja ein bisschen mehr Glück. Ja, vielleicht ist Marios Würfel mal besser. Können wir mal gucken, wie er aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass Marios Würfel ein klassischer ist. Aber dass der gar nicht so sonderlich anders ist, dass da nicht sonderlich viele Bonus drauf sind. Wir gucken mal den Würfel.
Items, ja, den will ich einsetzen. Ja, ich will Items einsetzen. Normaler Würfel, Marius Würfel, ja, achso, ja, wollte gerade sagen, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, mehr Dreien. Also 1, 3, 3, 3, 5, 6. Ja, kann man machen. Ja, ich setze den mal ein. Items. So, den Turbopilz, Wurf plus 3. Das heißt, wenn ich einen 3 würfle, habe ich eine 6. Das ist doch gut. Wenn ich eine 1 würfle, ist auch nicht so schlecht. Also los, würfeln wir mal mit Marius Würfel. Ja, Wunsch, sei mir Befehl. Zack, 3 plus 3 macht 6. Ja, damit bin ich auch zufrieden. Eine 6, da wäre ich dann gleich noch spitzenmäßiger unterwegs. Kann ich mal das Spielbrett ansehen? Wo komme ich denn da lang? Ach, da muss ich einen Umweg machen. Okay, dann gehe ich doch hier lang. In 6 Felder, dann lande ich hier. Und wenn ich den anderen Weg gehe, muss gerade mal überlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oder ich gehe da lang. 6, da bin ich hier. Ich glaube, mit dem anderen bin ich näher dran, oder? Kommt mir das nur so vor? Naja, ich gehe den Weg hier. Wie auch immer. So, was haben wir denn hier? Wer nichts kauft, hat sich ja nichts verloren. Was sind das für ein Laden? Glückstalwürfel. Ja, den kaufe ich mir. Den kann ich gebrauchen. Heute geben wir mal ein bisschen Geld aus. Sind hier in dem goldenen Palast hier. Müssen uns ein bisschen was aufsparen, weil es kann sein, dass wir was für das Münzspiel brauchen. Oh, das ist ein goldener Würfel, ein versteckter Block. Na komm. Ah, wird nichts mit der Stern, mit dem Stern hier drin. Wird schon Sternmünze sagen. Erst am Ziel, erst dann am Stern. Ich bin immer dann gewöhnt, noch Sternmünze zu sagen. Ohne 6. Plus, plus weiß, plus, was? Plus 4, macht keinen Sinn, egal. Achso, die hätte ein Minus-Dings, deshalb hat sie eine 4 gekriegt. Dann minus 2 wahrscheinlich. Fischfütterung. Was ist denn das? Ist das das, was ich denke? Nee, ist nicht. Das haben wir noch nicht gemacht. Aufgabe: Bälle in die offenen Münder werfen. Wenn ein Mund leuchtet, bringt ein Treffer mehr ein. Achso, ich muss jetzt hier senkrecht werfen. Hier einfach. Hup. Werfbewegungen machen. 8 Z, L und R drücken, so hier. Ja, wie soll das klappen? Wie hält denn jetzt die Sache? L und R drücken. Ich verstehe es nicht. Mario wirft. L und R drücken. Ach so, ja, hier, die Taste. Okay. Ich werf zu hoch. Wie werf ich denn unten hin? Okay, ach so. Also hochwerfen und halt ein bisschen schwacher. Ah, okay. Ist ein bisschen komplizierter, die Steuerung hier. Auf geht's. So, zack. Rein da. Oh nein. Nicht heftig. Jetzt heftig. Zack. Da rein. Da rein. Sachte. Und hoch. Zack. Und hoch. Und hoch. Ich habe den grünen Ball. Warum Mario auch immer den grünen Ball hat. Und Luigi den roten. Und Brüderliebe halt. Ja, das hat was gemacht. Und zack. Und zack. Okay, ja. Führer. Mario hat gewonnen. Mario Number One. So sieht's aus. It's a me, Mario. Okay, Geld habe ich jetzt genug für die Sternmünze, für den Stern. Ah. Wir sind mittlerweile, wenn ich mich nicht komplett irre, in Part 8. Der hast du mir noch nicht abgewöhnt. Sternmünze zu sagen. Ja. Mario 3D Land lässt grüßen, dass ich immer noch nicht fortgesetzt habe.
Da gibt es was zu kaufen, außer den Block, den habe ich abgekauft. Na, jetzt gibt es dann nur noch die... Ach, die verschwinden da wirklich. Die werden dann nicht neu gemacht. Alles klar, dass in der letzten Runde alles fehlt. Ein Glücksfeld. Oder ein Pechsfeld, je nachdem. Ja, das ist für ihn wohl wie ein Pechfeld. Ein eigenes Feld ist es auf jeden Fall. Ein Kettenhund freizusetzen. So, Yoshi würfelt. Und er würfelt eine 3. Er ist schon ziemlich nah dran. Oh oh. Ach so, nein, er ist so weit hinten. Er ist gar nicht nah dran. Glücksfeld. Na. Du hast ein Turbopilz. Ja, sei ihm geschenkt. Sei ihm gegönnt. Na denn, jetzt bin ich, glaube ich, dran. Ja, du hast am Zug als Vorletzter in der Runde. Items. Glaube ich, ein 6er Block. Ja, den nehme ich. Mich als erster am Ziel. Und ich hole mir die ersten 2 Sternmünzen. Und würfeln. So. Ich nehme den Würfel. Ja, ich hole eine 6. Darf ich mir auswählen. Hops, 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 hops. Kann man auch dran vorbeirennen? Nee, kann man nicht. Endlich kommt jemand wegen der Sterne vorbei. Also nimmst du die Sterne. 20 Münzen, 2 Sterne, 10 Münzen, 1 Stern. Ich nehme gleich beide. Ja, damit. Ich habe genug. So, gib beide. Glückwunsch, Mario. Du hast es geschafft. 2 Sterne. Ja, nice. Damit führe ich schon mal. Und ein Vorsprung von 2 Sternen. Ja, nice. Der erste Platz ist mir erstmal gesichert. Mario ist in Führung. Mal sehen, wie viel ein Stern kosten wird. Ah, jetzt wird der nächste Preis ausgeknöbelt. 5 Münzen. Aha, das heißt beim nächsten Mal 10 Münzen, um beide zu bekommen. Oh, ein Stern kostet jetzt 5 Münzen. Das könnte schlecht sein. Oh, mir gibt es gleich Münzenabzug. Und ich bin bei 3 Münzen, okay. Auf dem roten Feld, ich mit 2 Sternen, okay. Klingt spannend, also es bleibt spannend. Es hört nicht auf. Und wir sind erst bei Runde 3. Da kann noch einiges passieren hier. Und das Feld ist recht klein. Und da können wir mal gucken, was... Ach so, und dann läuft man jetzt die ganze Runde nochmal rum. Ah, das ist... Psch, gemacht. Dann muss man weiterhin gut würfeln. Ist nicht gleich wieder am Ziel. Das macht Sinn. Das macht durchaus Sinn. Auf die Glocke geben. Das hatten wir doch schon mal. Ordentlich die Glocke aktivieren, Leute. Wo wir gerade beim Thema sind. Jeder Angreifer hat 5 Pfeile zur Verfügung. Da ist eine gute Taktik gefragt, um den Verfolgten in die Enge zu treiben. Ah, okay. Was ist jetzt die Steuerung? Bewegung? Ach so, ich bin der Verfolgte. Ich muss ausweichen. Ah, verstehe. Nicht von den Dingern getroffen werden. Nach Möglichkeit. Alles klar. Hops. Ich weiß auch, welch aus. Ah, ich bin eingekesselt. Ah. Okay, verstehe. Was der Sinn der Sache ist. Alle gegen Mario. Alle gegen mich. Und ausweichen. Der Bildschirm ist ein bisschen größer. Da habe ich ein bisschen mehr Sicht. Ah, schnell weg hier. Hilfe. Luigi ist der Rote. Ach Mann, Peach. Peach hat mich mit ihrem Liebespfeil getroffen, so sieht's aus. Und wer hat jetzt gewonnen? Ich habe gewonnen. Nice. Oh, mit einem schönen Retro-Hintergrund. Mit dem Schloss. Arsch. In alte Zeiten. Und ein paar Münzen für mich und ich bin unverändert Erster. Mal schauen, wer als nächstes aufholt. Ja, die Münzen kosten jetzt weniger, die Sterne kosten jetzt weniger Münzen.
so rum. Schaut so aus, als ob Yoshi, ich meine Luigi, der ist auch grün. Als ob Luigi jetzt sich das holt für weniger Geld. Obwohl, der hat gar keine Münzen. Der hat gar keine Münzen dabei. Och, oh, oh, schade, Mann, Luigi. Mensch, Bruder, was machst du denn? 15 Münzen für einen Stern. Das heißt, man braucht 30, um sich beide auszulösen. Da muss ich wohl sammeln. Dach, Luigi, kommst du zu mir rüber? Nee, der geht schon ein bisschen weiter. Der Turbo-Blitz. So, er hat ganz viele Items dabei. Na, super, Yoshi. Yoshi, jetzt gehst du wieder am Zug. Und er würfelt eine 3. Ja. Nicht übel. Wer nicht kauft, der hat nichts zu suchen. Irgendwie so war der Text. Die ging zu schnell weg. Ist das ein Kamek, ein kleiner Kamek dort im Laden? Ich habe da nicht genau hingeguckt. Was ist das, ein Shy Guy oder irgendwas Rotes auf jeden Fall? Ich nehme den Mario-Würfel. Ja. Ich will ja öfters mal meinen Würfel benutzen. Zack, eine 3. Naja, die vielen Dreien, die bringen ja nicht viel. Würzesfeld, das hatten wir ja noch nie in diesem Let's Play. Wow, der Wahnsinn. Jeder Spieler setzt Münzen und dann wird ein Vibrationsminispiel ausgetragen. Ein Vibrationsminispiel, alles klar. Deine Platzierung entscheidet, wie viele Münzen du erhältst. Okay. Tretet gegeneinander an, Vibrationsballon. Bestimme, wie viele Münzen jeder einsetzen muss. Okay, wird das Spiel auch mal erklärt. Hier setzt 7 Münzen ein. Von einem Team. Und die dann, die krieg ich dann hoffentlich alle. Hoch! Du hast nicht genug Münzen. Naja, der Gesamteinsatz beläuft sich jedenfalls auf 23 Münzen. Blase den Blongos auf. Wie mache ich das denn? Was ist denn? Achso, halte gedrückt, um zu boosten. Ja, sagt mir das doch einer. Und da habe ich natürlich verkackt. Ja. Jetzt habe ich den größten, ist klar. Okay. Verstehe ich nicht recht. Peach ist am Zug. Ja. Alles klar, das hat es jetzt auf jeden Fall gebracht. Habe ich jetzt irgendwelche Münzen dazugekriegt oder? Naja, egal. Ist noch ein weiter Weg bis zum Ziel. Und bis dahin werde ich 30 Münzen ja wohl zusammenkriegen. Oder ich bin ja jetzt immerhin schon fast bei 20. Peach holt auf. Und noch bin ich der führende Charakter. Der führende Spieler. Auf Platz 1. 2 vs. 2. Ein Gesicht per Greifarm. Okay, ach nein! Das teuflische Spiel aus Super Mario. Ja, wie heißt das aus? Ja, sag schon. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Wie kann denn das denn sein? Kann das auch runter? Ach so, Luigi steuert nach unten und ich steuere nach links und rechts. Ja, du hast das falsch gemacht, Luigi. Ja, so. Nein, nicht so. Natürlich, da muss ich auf meinen Kollegen vertrauen. Höher, Luigi, höher. Danke. Genau so. Nein, verdammt. Das müsste ein bisschen höher. Na, dann mal schauen. Super Mario Odyssey, jetzt ist mir wieder eingefallen. Wie konnte ich diesen Titel nur vergessen? Steuerung ist wohl klar. Da muss es hin. Luigi, da lassen.
Luigi. Da bitte. Nein, was machst du denn? Naja, okay, das sieht noch einigermaßen gut aus. Luigi, dahin. Bitte ein bisschen weiter runter noch. Ja, ist wenigstens auf einer Höhe. Wo die anderen dann das Auge hin haben. Okay, das sieht ein bisschen, ja, verkrüppelt aus. Aber, ja. Naja. Unserer sieht aber besser aus. Sieht auch ein bisschen geistig begrenzt aus, dieser Mario. Muss man so zu sagen. Sieht ein bisschen doof aus. Aber der andere, der sah ja dämlich aus. Immer noch Erster, das freut mich doch, dass das hier nicht so bleibt, hoffentlich. Runde 5, die Hälfte ist schon vorbei. Luigi ist am Zug. Na, dann hoffe ich, dass ich... Oh, 28 Münzen habe ich. Dass ich bei dem Platz bleibe. Was? Der klaut mir Münzen oder was? Oh nein, da sind nur 18. 10 Münzen geklaut. Oh. Ja, so geht's natürlich auch, dass ich dann keine Münzen habe. Wie Luigi das schon mal bewiesen hat, als das erste Mal da war. Oh, und der würfelt eine 1. Was ist denn mit dem los? Yoshi macht heute irgendwie... Oh nein, Buhus. Buhus und Luigi. Das passt doch nicht. Sein Schreckweg hat er gar nicht mit dabei. Du bist jetzt mit Buhu verbündet. Yoshi ist am Zug. Items steht Turbo Pits. Na denn. Er würfelt. Er hat eine 7 auf seinem Würfel. Wir müssen mal Yoshinski spielen. Der hat zwar auch eine 0 auf dem Würfel. Das hat Mario zum Glück nicht. Oh ja. Yoshinski steht auch mal auf der To-Do-Liste. Lass mal die mal spielen. Unbedingt. Zack, da verliert er Münzen. Gut für mich, schlecht für ihn. Armer Yoshi. Er stellt sich hier so blöd an. So, Mario ist am Zug. Items habe ich nicht, also würfel ich mit meinem Würfel. Mario Würfel, los. Habe ich mich wieder verändert. Im Satz verfranst. 5, das ist doch gar nicht so schlecht. So, gibt's hier was zu kaufen? Das ist mein Item, Laden. Möchtest du etwas kaufen? Ja, das Münzenteil ist. Oh, da gebe ich wieder Münzen auf. Aus. Ach, verdammt. Hätte ich nicht tun sollen. Ich kann mir sie ja wiederholen. Und da kriege ich ja noch ein paar Münzen und im nächsten Videospiel. Im nächsten Minispiel. Im nächsten Videospiel. Hinsch, Mario. Mensch, Zwerge. Sich ausdrücken, was man kann. Ich glaube, Luigi ist gerade. Nein. Ja. Yoshinski ist gerade am weitesten vorne. Ah, und er verkauft ein neues. Das scheint ein Kamek zu sein. Ein kleiner Kamek in roter Klamotte. Jetzt habe ich mal hingeguckt. Ein besonderes Ereignis. Ja, jetzt wird wieder Peach durch den Kettenhund weggefegt. Zack. So. Minus 7. Ich hoffe, das trifft uns nicht sehr bald. So, nächstes Minispiel. So, ich bin gespannt. 4 Spieler Minispiel. Und es geht um Boxbold Bataillon. Aha. Ach ja. Das Spiel. Schon nicht ausgeschieden. Das Spiel habe ich schon bei Let's Play Markus gesehen, als ich heimlich mal geguckt habe. Ich lasse mich eigentlich nicht so spoilern. Oha. Scheiße, das vibriert. Der Controller vibriert massiv. Lass mich eigentlich nicht so gerne spoilern durch andere Let's Plays, aber da habe ich mal ausnahmsweise reingeguckt. Da habe ich dieses Minispiel auch schon gesehen. Also das Let's Play ist wirklich weitestgehend blind. Das kann ich euch sagen. Also weitestgehend heißt, ein, zwei Minispiele kenne ich schon im Vorhinein, aber das meiste ist wirklich neu für mich.
mal. Und nicht zu nah an die Röhren kommen oder was? Ein Glimperz. Wenn ich zu Mario überlebe. Sind die härtere Route gegangen. So, ich gehe mal unten lang. Ja, das war der bessere Weg. So, wir sind immer noch zu viert. Jetzt nicht mehr. Yoshi ist noch am Rennen. Ja, ich bin der Erste. Der letzte Überlebende. Da rennen sie wieder runden lang. Nice. Schlag mich als Mario hier verdammt gut. Heißt ja auch nicht umsonst Mario Party. Die Minispiele habe ich bisher, glaube ich, alle gewonnen. Also, ja.